Erwartungen und Realität klaffen im neuen Lamia Grande Team Spotlight auseinander. Gamer Legion hat nach dem Höhenflug und Titelgewinn im Frühling den Start in den Summer Split der Prime League in den Sand gesetzt. Mit einem Rekordstart von 11 Siegen in Folge kämpft sich Gamer Legion im Frühling an die Spitze der Prime League Tabelle und sichert sich mit einem klaren 3:0 gegen Spandau im Finale den ersten Titel überhaupt. Spandau erliegt Gamer Legion. Es sieht so fantastisch aus und das ist der Titel für Gamer Legion, der erste Titel in ihrer Geschichte. Wow! Nach dieser starken Saison gilt Gamer Legion auch im Sommer als Top-Team mit Titelchancen. Kann diese Erwartungen bisher aber noch nicht erfüllen. In der neuen Saison hat das Team Startschwierigkeiten. Nach einem vergebenen Pflichtsieg gegen Underdog E wie einfach eSports steht das Team 0:4 und bildet mit Penta das Tabellenschlusslicht. Wir haben auf jeden Fall viele Probleme, da jetzt Ginger nicht mehr bei uns ist und mit Nata ist es ein bisschen eine andere Teamdynamik und alles drum und dran und ich glaube, wir haben da noch einige Baustellen. Die Gladiatoren und Prime League Veteran Wisdom haben zum Sommer nur einen Spieler ausgewechselt. Botlaner Jinjo verlässt das Team in Richtung Mad Lions Madrid. Nata kommt vom NLC Champion X7 Esports und ersetzt den Australier. What would change with Nata compared to Jinjo? I would say literally everything because they're completely different in terms of playstyles. So like last split we would almost always play for Jinjo. He would be very vocal and so far from what we have been able to practice with Nata, he's very controlled, very consistent, but he also doesn't demand as much. Die Spielidentität des Teams shiftet von der Botlane auf andere Positionen. Das Mid-Jungle-Duo um Escik und Danka bleibt allerdings unter den Erwartungen und auch Sakre kann an seine perfekte Performance im Frühling noch nicht anknüpfen. Dabei hat der Titelverteidiger hohe Ansprüche an den Summer Split. Ich denke einfach, damit wir zeigen können, dass wir back-to-back die Liga gewinnen können. Und ich will natürlich auch zeigen, dass wir es natürlich international bei den EU Masters einfach besser machen können als im Spring Split. Also ich gehe da mit der Erwartung rein, dass wir halt auf jeden Fall aus der Gruppe rauskommen und dass wir dann auch hoffentlich ins Finale kommen. Die Gladiatoren haben schon im Frühling gezeigt, dass sie nach Niederlagen aufstehen, um zu kämpfen. Individuell können sie ganz oben mitspielen. Jetzt gilt es erneut, eine Teamidentität zu finden. Heute trifft Gamer Legion auf die Unicorns of Love Sexy Edition. Ein wegweisendes Match, denn beide Teams müssen ihre Favoritenrolle erst noch untermauern.